Zur Abwechslung bin ich mal wieder am Bärensee. Ich hatte heute Bock auf Karpfenangeln und praktischerweise schreibt mich da MKS Horse an und meine Alden, Bärensee, da läuft es gerade wieder. Schön mit Honig. Also raus mit dem Honig und direkt mal testen. Ich habe noch gar keine Futtermische zusammengestellt, das können wir gleich zusammen machen hier. Und ich teste jetzt erstmal die Köder in verschiedenen Größen. Einfach erstmal nur die Boilies rein. Wir gucken erstmal, wie ist denn die Resonanz an dem Spot. Wie immer hier auf 21 Meter rausgeschmissen und dann wird getestet. Futtermische kann ich mir vorstellen, das Ganze natürlich auch eher ein bisschen süßlich zu machen. Und da würde ich sagen, gucken wir jetzt einfach mal zusammen rein, was man denn damit machen kann. Also, wenn wir Honig als Ziel, als Köder haben, wollen wir ja irgendwas haben. Weißt du was, ich nehme mal die Bällchenform. Ihr schmeißt mich einfach mal auf simpel auf, als Bällchen rein. Das sind 21 Meter. Wir haben 2,5 Meter Wirkradius. Das heißt, auch wenn ich hier maximal auswerfe, dann komme ich da ungefähr immer noch in diese Area rein. Oder ich gehe dann zur Not anstatt auf 21 Meter Clip, einfach nur auf 20 Meter Clip und bin dann genau in der Area. Als Basis würde ich jetzt hier sagen, sowas wie Weizenkleie vielleicht, Perlgraupe könnte man auch, Biskuit durchaus oder ganz klassisch Maismehl. Ich glaube, das populärste hier in dem Fall wäre Maismehl. Und da gehe ich auch einfach mal rauf, weil Maismehl funktioniert immer wieder ganz gut. Und vielleicht haben wir ja auch noch Glück, dass da ein paar Schleien gelockt werden. Vielleicht sogar eine Goldschleie. Die mögen ja auch immer gerne Mais. Also ran da. Dann suchen wir Honig. Gucken wir mal eben, was gibt es denn im Honigbereich? Jede Menge verschiedene Boilies. Aber eben auch hier einmal Berghonig Feed Pellets. Die nehmen wir doch auch schon mal rein. Und dann brauchen wir noch so ein paar Basics. Also, Mais als Basis. Das geht doch auch mal wieder gut. Also, wir haben Mais hier als Basis für die Futtermische. Und dann nehmen wir hier so ein Basic Mais als Korn nochmal mit rein. Das geht auch immer wieder ganz gut. Für Karpfen könnte man jetzt natürlich auch noch Erbsen und ähnliches nehmen. Aber ich suche jetzt gerade eher was, was noch ein bisschen süßlicher ist. Als Köder haben wir ja die Honigbirne. Hier haben wir die auch nochmal oben drin. Honigbirne, Honigbirne, Honigbirne. Wir könnten das sogar auch hier als sinkende Boilies verwenden, sehe ich gerade. Honigbirne Soluble. Davon habe ich jetzt gerade leider nicht mehr ausreichend als Boilies vorhanden. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn man einfach einen Boilie Soluble schreddert, wenn man das schon kann. Und dann die geschredderten, auflösenden Boilies auch noch mit in die Futtermische reinmacht. Das bringt auch nochmal richtig viel. Ich bleibe jetzt hier einfach hier bei den Feed Pellets. Ich nehme hier einfach die größten, wobei 1,2, das reicht, machen wir nicht ganz so groß. Nehmen wir den noch mit dazu. So, das heißt, wir haben jetzt hier die Feed Pellets, Berghonig, Mais. Dann haben wir hier Feed Pellets Honig. Und jetzt brauchen wir noch eine passende Komponente. Ja, und da habe ich schon überlegt jetzt, nehme ich einmal Keks oder nehme ich vielleicht doch eher hier nochmal Biskuit? Und ich glaube, ich nehme einfach Biskuit mit rein. So, dann haben wir das einmal komplett. Dann nehmen wir hier Honig auch noch als Soße. Und dann haben wir hier insgesamt Honig, Karpfen, Bärensee. Und dann lübt das Ganze doch hier. Anfertigen und raus damit. Und das sieht doch schon gut aus. Also, ein bisschen rumprobiert hier. Und da geht es los. Ich bin hier heute nur mit den Fiederruten unterwegs. Also gar nicht so groß. Das ist jetzt hier ein Setup, was quasi ausgelegt ist auf die HSV als Rolle. Bedeutet also, wenn man sein Setup noch gar nicht so ganz riesig groß und schwer hat. Hoppala. Abgehauen ist er. Dann kann man das eben so hier aufbauen. Ob das jetzt hier die Fiederruten sind oder man hat vielleicht die Fortuna Carp. Aber eben nur eine HSV als Rolle da drauf. Dann reicht das Setup so, wie es zusammengebaut ist. Wir gucken uns das natürlich gleich im Detail nochmal an. Und dann gehen wir da detailliert drauf ein. Na, irgendwas Kleines, kleine Amure. Also Futtermische ist noch nicht drin. Noch gar nichts in der Art. Aber die ersten kleinen Brocken gehen. So, ein bisschen stramm ziehen. Und da ist auch noch was.
Auch irgendwas Kleines erstmal nur. Ich bin auch mit relativ kleinen Boilies erstmal hier, um erstmal zu erörtern, was ist denn alles da? Die Schleie auch, sehr gut. So, dann wieder raus hier, so knapp an der Kante. Also entweder hier vorne direkt vor das Grün oder auch ruhig mal so ein bisschen da drüber werfen, so knapp da drüber. Denn dann landen wir genau hier in diese Area und hier so entlang, wie so eine Banane, einmal so krumm gelegt. Hier ist eine Muschelbank. Und auf dieser Muschelbank, da hat man immer mal wieder die Chance, dass da richtig gut was abgeht. Da immer mal wieder testen. Deswegen hier so von 20 bis 21 Meter oder bis 23 Meter ist das eigentlich immer eine ganz gute Sache. 20 bis 23 Meter. Man kann das natürlich auch von hier hinten testen oder von hier. Kann man natürlich auch dahin werfen in die Area und versuchen da diese Muschelbank anzuwerfen. So, jetzt nehmen wir natürlich erstmal die Futtermische und werfen die raus. Auf Honig das Ganze. Honig, Honig, Karpfen, Bärensee. Hier ist es. Genau, relativ basic, also gar nicht so ganz viel experimentelle Sachen, bis auf eben die Feedpellets hier zweimal, Berghonig und süße Birne. Das ist ja das, was jetzt gerade drin ist, das Ganze mit Honigdip. Und dann werfen wir das hier gleich raus. Nochmal schön was essen, damit wir schön Energie haben und richtig weit rauswerfen können. Und dann maximal, ich gehe nochmal einen Schritt nach vorne, denn jetzt wollen wir die maximale Entfernung hinkriegen. Voll aufladen. Ja, das sollte doch gehen. Und jetzt raus damit. Wir werfen hier vielleicht erstmal... ich mache mal erstmal so 10 Stück. 4 Stück sind das jetzt, 5. Und ich streue das auch so ein bisschen, weil ich ja auch vom Auswerfen her nicht so ganz in dieser Area immer hundertprozentig bin. Deswegen werfe ich mal so ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Waren das jetzt schon 10? So ungefähr, ne? Sollte doch ungefähr reichen. Auf 20 bis 21 Meter jetzt. Genau in der Area da jetzt gelandet, in diesem Bereich. Und dann kann das jetzt erstmal anfangen zu wirken. Und in der Zwischenzeit gucken wir uns mal das Setup an. Also, relativ simpel auch wieder jetzt hier. Wenn ihr euch vorstellt, das sind jetzt eure erstmals gekauften Fortuna Carps, gehen wir einfach mal davon aus, dann habt ihr das schon mal als richtig gute Basis. Und dazu habt ihr ja am Anfang, wenn man so 20 plus gerade ist, vielleicht sowas hier wie eine HSV. Also ungefähr eine Tragfähigkeit, 15 Kilo herum. Dann ballern wir da jetzt hier die Monoschnur drauf, 19 Kilo. Das Vorfach mit 18 Kilo, beziehungsweise das LED-Core. Und dann das Vorfach auch nochmal mit drauf, 1er Haken und ab geht es. 14er Boilie, 16er Boilie, erstmal klein testen, gar nicht ganz so groß. Erstmal gucken, ist da was am Spot? Wollen die Fische überhaupt diese Arob haben? Wenn ja, dann ist alles gut. Dann kann man auch Stück für Stück größer reingehen. Auch hier nochmal klein getestet. Honigbirne 10 jetzt sogar nur. Und 14er Honigcreme. Siehst du, Honigcreme, wir hätten sogar Sahne mit reinmischen können. Ne? Statt Biskuit einfach Sahne. Sahne funktioniert ja auch immer wieder. Also auch durchaus eine Option. Und dann habe ich jetzt hier, gucken wir da gerade nochmal eben rein, das Ganze nochmal ein bisschen größer gemacht. Wenn man dann merkt, dass der Spot funktioniert, dass die Futtermische funktioniert, dass die Köder funktionieren, dann ruhig in 18er, 20er Boilie-Größen reingehen. Das funktioniert immer wieder ganz gut. Man kann das natürlich auch kombinieren mit einem Maiskorn oder einfach nur einem Boilie erstmal für den Anfang zum Testen. Aber jetzt hier bei Honig, Birne oder bei diesen ganzen Honigaromen passt das ganz gut. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Boilie-Größen. Und dann, wie gesagt, hier die etwas größeren da drauf. Wenn man dann merkt, der Spot läuft mega gut, man hat schon richtig große Brocken da dran, dann kann man natürlich auch irgendwann die ganz großen Boilies nehmen. Aber da geht natürlich die Frequenz auch extrem runter. Äußerst selten, dass dann da mal was reingeht. Aber wenn da was reingeht, kann das sehr, sehr groß sein. Ja, ich bin gespannt, ob da was abgeht. Das wird jetzt hier gleich erstmal noch ein bisschen getestet. Angefüttert ist. Und jetzt heißt es erstmal ein bisschen abwarten und gucken, was hier passiert. Na guck, und da geht es auch schon los. So langsam wirkt die Futtermische. Die erste in der Mitte hier, die hat gerade schon rumgezuppelt als erstes. Und jetzt geht die zweite auch noch hier mit rein. Na gucken wir mal, was da abgeht. Es klingt momentan so ein bisschen nach Amuren, die immer noch so ein bisschen da rumspielen mit den Ködern. Erstmal jetzt an den Ködern rumnuckeln und testen.
und sich noch nicht so ganz entscheiden konnten. Die andere Route, die habe ich gerade noch mal ein bisschen ausgeworfen, ein bisschen weiter so in diese Area. Und die beiden anderen, die liegen eher hier halt so in diesem Bereich, beziehungsweise knapp hinterm Grün. Also habe ich jetzt quasi von hier bis nach da einmal die gesamte Area jetzt hier abgedeckt. So ein bisschen breiter gefächert. Na, wer entscheidet sich denn hier als erstes? Beide noch unentschlossen. Ich habe einen 50 Gramm Blei dran. 50 Gramm jetzt hier in dem Fall. Die Routenspitze auch so gewählt. Ein bisschen über 50 Gramm mit dem ganzen Gebimsel. Das passt ganz gut. Die sind relativ steif, die Routenspitzen noch. Hängen da nicht so durch. So, da zieht er ab. Den nehmen wir uns jetzt hier als erstes. Zack, einmal kurz einen Anschlag setzen. Und da geht der erste Amur rein. So soll das sein. Und jetzt drehen wir natürlich die HSV so langsam an ihr Limit. Damit wir hier jetzt schön ordentlich Druck und Bremskraft ausüben. So soll das doch. Einfach mal wieder schön hier mit kleinerem Setup auf Karpfen. Und hoffen, dass da ordentlich was reingeht. Der Vorteil, wenn man mit diesem kleineren Setup reingeht, ich hatte das vor ein paar Monaten auch schon mal gemacht, da lief das richtig gut bis hin zur Trophy. Das Schöne ist einfach, man hat natürlich mit diesen kleineren, dünneren Schnüren einfach auch ein bisschen weniger Scheuchwirkung, ne? Also von daher, wenn man da ein bisschen Bock auf einen etwas längeren Drill hat, auch wenn es nicht sofort bei einem Drill jeder Fisch eine Trophy ist, aber dann hat man da auch durchaus die Chance, was Schönes zu ziehen. So, was haben wir denn jetzt hier? Er zieht gar nicht so schnell ab. Er haut gar nicht so schnell ab. Vielleicht ist es doch ein Karpfen. Zieht relativ gemächlich hier seine Bahn. Das wäre auch richtig cool. Es sind ja die neuen Karpfenmodelle drin. Hab ich noch gar nicht gefangen bisher. Also, neuer Schuppenkarpfen vom Modell. Rein von der Optik natürlich nur. Den würde ich doch schon mitnehmen. So, schön nach oben halten. In den Blank reindrücken. Das Gute ist jetzt, die Kopfschläge und das Ziehen und das Geruppe, das geht halt jetzt alles in die Monoschnur rein, in die Rute, in den Blank rein. Das heißt, das zieht, oder der Fisch zieht zwar, aber es wird auch abgedämpft und gefedert. Ne? Dadurch, dass die Monoschnur sich dehnt, dadurch federt er jetzt hier so ein bisschen ab. So, jetzt muss ich ein bisschen mitlaufen. Ich habe zwar ausreichend Schnur hier drauf, selbst von der 19 Kilo Monoschnur sind hier über 300 Meter drauf, also die gesamte Rolle. Das macht das äußerst entspannt hier auf der HSV. Aber trotz allem muss ich da natürlich ein bisschen aufpassen. Hoch, nochmal weiter hochstellen kann ich leider nicht. Dann ist die Bremse dicht. Und dann kann mir da natürlich direkt was abreißen. Deswegen jetzt aufpassen, nicht aus Versehen mit dem Finger hier ans Mausrad kommen. Aber den müssen wir jetzt hier erstmal da hinten so ein bisschen sich austoben lassen. Das ist doch schon mal gut. Fängt doch schon gut an. Schöner Brocken hier auf 18 Kilo Setup. Beziehungsweise hier sind es ja auch nur 15 Kilo an Bremse. Aber ich würde sagen, so starten die meisten von euch hier am Bärensee. So starten eigentlich alle. Also relativ, na ich sag mal, mittelschwer. Mittelschweres Setup. Das reicht eigentlich auch. So, komm ran hier so langsam mal. Ich meine, ich könnte natürlich auch noch weiter nach hinten hinlaufen. Aber noch ist er mir nicht weit genug da hinten in der Ecke. Es geht noch ein Stückchen weiter rechts rüber von der Map. Und wenn er gleich müde ist und da hinten ist, dann renne ich, glaube ich, rum. Dann muss ich ihn hier nicht einmal quer über den See ziehen, sondern ziehe ihn einfach da hinten dann das letzte Stückchen. Und dann geht es schon wieder in die Bremse. Wenn die Bremse zu doll glüht, runter machen, ne? Runter machen, die Bremse ein bisschen locker lassen, Spannung halten, aber die Bremskraft einfach wieder ein bisschen reduzieren. Ne, da ist ja die Bremse, das drückt ja da drauf, und je doller man natürlich drückt, mit mehr Power, umso heißer wird's. Und wenn man das ein bisschen locker macht, zwar immer noch bremst, aber dann nicht mehr so ganz doll, dann ist das halt nicht ganz so viel Reibungshitze und dementsprechend geht dann die Temperatur halt wieder runter. So, jetzt gehen wir hier mal so ein bisschen wieder rein in die Bremse. So, ich balle auch wieder auf Maximum, auf die 29. Und jetzt gehe ich da mal langsam ran.
Also immer beim Laufen rechte Maustaste drücken, damit die Spannung bleibt. Stückchen laufen, nachkurbeln. Laufen, nachkurbeln. Rechte Maustaste laufen. Route geht nach oben, runter, einkurbeln. Und so kommen wir jetzt hier Stück für Stück vorwärts. Schön die Spannung unten halten, damit er nicht ausflutschen kann. Guck, da sind wir doch schon ganz gut dabei. Hinter dieser Schilfbank, da ist dann gleich nicht mehr viel, die jetzt hier direkt vor uns ist. Und jetzt halte ich den aber auch so ein bisschen hier mal links rüberziehen. Damit er jetzt auch da rechts in der Ecke bleibt. Nicht, dass er gleich wieder genau in die andere Richtung zurückschwimmt. So, oder auch einfach mal ein bisschen nach oben. Das sieht doch schon ganz vernünftig aus gerade. So, das sieht doch gut aus. Jetzt ist die Frage, kriege ich ihn jetzt hier schon ran oder will er einfach noch nicht? Versuchen wir mal. Ich halte einfach mal die Route ein bisschen oben, kurbel langsam rein. Das wäre doch was. Auf Honig hier. Ja, absoluter Klassiker. Wenn ihr übrigens so mit den Boilies noch nicht so ganz unterwegs seid oder es einfach noch nicht wollt, absolut kein Problem. Honigteig lohnt sich auch enorm. Honigteig angeln am Bärensee. Absoluter Klassiker. Geht auch immer wieder gut. Ganz unterschiedliche Fischarten, die auch reingehen. Also, das sollte man auf jeden Fall mal zwischendurch machen. Vor allem geht eben auch so, wie gesagt, gerade schon gesagt, so ganz viel Verschiedenes rein. Ne? Gerade wenn man noch Skillpunkte braucht beim Grundangeln, da lohnt sich das immer wieder. So, der will noch nicht weg. Und jetzt so langsam. Aber wir kommen auch noch nicht wirklich weiter. Doch jetzt so kommen wir. Er hängt genau hinter der Schilfbank da vorne. Muss man natürlich gucken, dass er nicht da irgendwo auf Grund läuft und dann vielleicht am Grund hängen bleibt, wenn das da so flach wird. Oder dass der Haken dann irgendwann im Schilf hängt. So. Na, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Der hat noch ein bisschen Bock. Noch will er nicht raus. Ja. So, mittlerweile wird er müde und kommt tatsächlich auch Stück für Stück ran, der Schlingel. Der hat richtig Bock gehabt und ist da hinten noch ein paar Mal hin und her gegangen. Und kommt jetzt so langsam hier an. Fix und fertig liegt er auf der Seite. Japst, hat keine Power mehr. Oh, der hat aber eine große Flosse da. Oha. Gucken wir mal, was er gleich kann und wie schwer er ist. Hat er sich gelohnt? Der Fight. Ei, 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 ei. Ja, komm rüber hier. Schön hier auf Anfänger-Setup sozusagen. Einfach nur mit der HSV. Alter Falter, ey. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was ist denn das? Was kann denn das sein? Spiegelkarpfen? Schuppi? Oh, ist das der neue Schuppi? Maybe? Das sieht, weil das so länglich aussieht und so eine andere Flosse. Vielleicht ist es der neue? Ich bin ja gespannt jetzt. Alter Falter. Man erkennt es gerade so schlecht. Aber die Flosse, das ist so eine Riesenflosse. Na, komm mal ran hier. So, vorsichtig. Auf die letzten Meter. Und nochmal ran. Und dann einfach jetzt zack, Kescher raus. Rechte Maustaste. Einfach ein schwarzer Amur oder was? Alter! Willst du mich natzen? 27,5er schwarzer Amur oder was? Auf Honig! Alter Falle, das hat sich ja schon gelohnt, ey. Das hat sich ja schon gelohnt. Was ein Brocken. Der hatte ja richtig Bock. Jetzt aber mal schnell zu den anderen Routen. Die bimmeln auch schon die ganze Zeit rum. Alter Falle. Hätte ich den hier nicht schon als Super-Trophy abgehakt, ne, würde ich mich jetzt ja richtig ärgern.
Aber den will ich nochmal. Den will ich nochmal natürlich an der alten Festung haben. Vielleicht direkt nochmal testen hier mit der gleichen Köder-Kombi. Schön auf Honig. Ah. Und da bimmelt's und da bimmelt's und da bimmelt's. Eieiei, was ist denn hier los? Kannst ja nicht ausdenken. So, irgendwas Lüttes. Aber hat auch schon wieder halb leer gezogen. So, gleiches Spielchen wie gerade. Langsam ran. So. Und ranziehen den Lümmel. Da muss doch noch ein bisschen was gehen. Ja, aber es sieht auch schon ganz gut aus. Also, im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht. Da kommt da gerade rein, der Wochenrekord. Schwarze Amur. Na, ist es denn? Und jetzt haben wir hier direkt den nächsten Kandidaten. Was sagt die Bremse? Die Bremse sagt, da geht noch was. Sehr schön. Ja, auch der hat sich noch ordentlich gewehrt. Aber nicht ganz so sehr. Alter Faller, was haben wir denn da jetzt? Direkt den nächsten oder was? Direkt den nächsten schwarzen Amur? Ja, was ist denn hier los? Alter, das läuft ja schon mal gut hier. Das ist ja wild. Die schwarzen Amure haben heute Bock auf süß, fruchtig, Honig, alles was süßlich ist, ne? Nicht schlecht. Und direkt das dritte Ding auch nochmal schnell rausziehen hier. Komm ran, bevor er ausschlitzt. Da nur noch irgendwas Kleineres. Jawohl, kann man auch so ein bisschen hochziehen. Alter Falter, abgefahren. Und der dritte schwarze Amur. Dreimal in drei verschiedenen Größen, drei hinterher. Was ist denn das? Direkt mal kurz reingucken hier ins Café. Schön wär's Café. Café haben wir ja hier gar nicht. In den Fischmarkt ganz normal. Was bringen die denn? 80 Tacken jetzt hier der. Ah, naja, als Trophy wär's mehr gewesen. Aber schon mal nicht schlecht. Zack, zack, zack. Die ersten 100 Silber im Sack. Und jetzt geht's weiter. Jetzt mal wieder von vorne anfangen, genauso wie gerade beschrieben, alles wieder auswerfen und hoffen, dass die dicken Brocken reingehen. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Und ja, jetzt die Tage gerade, quasi jeden Tag auf Twitch live am Nordmeer die neuen Fische suchen. Petri, bis dahin.